Hallo, hallo, ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Ich bin's wieder, euer Bernie. Wir spielen wieder den coolen Rufus. Und jetzt haben wir das Privileg. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Mit Kleidung. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Von unseren Erzfans herumzulaufen. Jetzt glauben alle natürlich, ich bin Klites, weil wir natürlich verdammt ähnlich ausschauen. Da sind die Augen von Bozo, dem alten Piraten. Jetzt können wir tatsächlich denieren. Hallo! Hallo! Hallo, Rezeption? Ich bin's, Kletus. Natürlich eins. Zimmer eins. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Ah. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne denieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Klites. Einen so mutigen Mann. Klites, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Nice. Das ist 12 Uhr. Und wir können vielleicht eventuell ein bisschen die Zeit manipulieren mit unserem Drittelschrauber. Wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es... Muss ich darüber schauen? Jetzt ist es 8. Muss ich nochmal drehen, weil wir brauchen ja 12 Uhr. Dann kommt nämlich unser Klites aus seinem Zimmer raus. Die kleine die Kunst Maus. Besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer ein Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Klites, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Warte. Rache ist ein Gericht, warum das man am besten mit Fischabfällen serviert. True, aber warum gibt es einen Schlüssel ab? Ei, hey, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Das ist natürlich ein Service. Wir haben jetzt Klites Schlüssel. Wobei. Hä? Das passt auch nicht. Was zum. Och nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Aha. Ja, ich dachte mir schon, weil da steht 9 drauf. Oh, den schmeckt's scheinbar. Zumindest jetzt nicht so schlecht, nicht? Okay. Drittelschrauber nochmal. Ihn beim Essen zu überwältigen. Glück gehabt. Ihn beim Essen. Glück gehabt, Klites. Glück gehabt, Klites. Was heißt Glück gehabt? Und schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Sie haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los,
Geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Und jetzt? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Ja, Rufus. jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Fuck. Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? True. Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Natürlich. Moin. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Jetzt hat er auch den falschen, oder? So, aber jetzt stellen wir wieder normal auf 12. Genau. Und jetzt aber flott. Nanu, also gibt es etwas? Und ob es die gibt, sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Das kann eigentlich nicht sein. Darf ich mal sehen? Natürlich. So, wir können jetzt nur 5er geben. Da brat mir doch einer ein Strolch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Nee, beruhigen Sie sich, Offenbart. So. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Plus Zeitverschiebung, minus Schalter, 12 oben, 6 unten. Perfekt. Ja, das passt. Die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon der Schlüssel. So. Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. So geil. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbot ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbot? Tja, warum nicht? Warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist der denn hin? Na, da ist er doch. Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? Das ist so eine coole Rekursion. Okay, wir können jetzt endlich ins Cletus-Zimmer rein. Wir haben halt einfach nur viel zu lang für den Scheiß gebraucht. Der Einbrecher. Ja, Einbrecher, du hast den Schlüssel. Einbrecher. Bin ich der... Der 3. Was kommt dann? Der ganzen anderen Brecher! Der ganzen anderen Brecher! Rufus! Schnell, geh einfach rein, Rufus, der kommt ja wieder. So. Gut. Die Tasche! Moin! Endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt! Ja, egal, wir schauen uns erstmal um. Ist ja ein paar Moddenkugeln. Ist die Tasche, nehmen die Tasche. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind, verdammt, das ist Cletus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Ja, vielleicht nehmen wir uns noch irgendwie... Okay. Ja, das geht. Noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Ist es eigentlich... Warum hat er keine Rumkugeln? Das wäre viel smarter. Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ja, oder? Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Was ist da jetzt eigentlich so laut? Hey, er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Warum ist das so laut? Egal. Warte, muss ich mir die Zahnbürste dann nehmen? Nein, okay, kann ich nicht. Wir nehmen uns... Laut Warnhinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion geben. Oh, Junge! Wieso das nicht? Wird super, hm? Wie jetzt?
Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens riecht es gut. Boah. Irgendwie nach Blumen, Schummen, Chloroformcreme. Natürlich nice. Das ist es. Ich habe sie ausgetauscht. Vermutlich. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass sie sich die Ziele putzt. Können wir natürlich machen. Blühe? Ist da irgendwo ein Schnabelteil, wenn wir schon dabei sind? Können wir schauen. Ja, bei anderen. Noch mecken noch keine Schnabelteile. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell. Dann geht dir die Zähne putzen, Bruder. Mehr kann Pasta. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein. Ich habe die Zahnpasta vertauschen. Du Gigabrain. Ich habe mich quasi vertauscht, die tauscht. Und jetzt? Hallo? Mach mal auf. Naja. Gott, bist du langsamer oder schneller? Ich weiß es. Synchron. Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Schulter hauen sollen. Rufus das Brain. Meine Damen und Herren, das war Rufus das Gigabrain. Ja, einfach. War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Cletus? Sind Sie da? Ist alles in ja. Ordnung? Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Natürlich. Kein Problem. So, was ist jetzt die richtige Tasche? Egal. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen. Rufus, du machst echt das Unmögliche. Doc möglich. Ist auch endlich ein habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich? Porzellan. Das ist wieder die falsche Tasche. Der vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Ja, das kann wohl nicht wahr sein. Ah, egal.
das war ja klar, das war ja klar. Wir schauen uns Klitzen. Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. So lustig. Hallo. Okay. Okay, jetzt können wir uns ja wieder in Rufus Klamotten geben. Hier, seht ihr? Ich bin's, Rufus. Hm. Wer nicht will, der hat schon. What? Muss ich als Rufus wahrscheinlich reingehen, oder? Keine Zeit. Jetzt zählt jede Sekunde. Ah, was heißt jede Sekunde? Hä? Achso, ich musste jetzt tauschen. So glauben? Niemand will sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. True. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist offenbar. Nein, ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbock. Ich komme gleich von der anderen Seite. Da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Es ist halt lustig. Huch, na, das ging aber schnell. Oppenbock, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, haut rein. Ciao, ciao.